Moin zusammen und willkommen zur Definitive Edition von Outward. Wir sind im Monsun angekommen und halten dieser Dame hier ein Buch ins Gesicht, die uns leider nicht weiterhelfen kann. Warum sind wir hier? Wir suchen Lehrer. Wir suchen ganz, ganz dringend Lehrer. Oh. Sollen wir es mal in dem großen Haus davon probieren? Tatsächlich weiß ich gar nicht mehr. Ich war hier irgendwann schon mal. Nicht im Let's Play, nein, aber als ich mal das Spiel gespielt hatte, nicht durch, nur als ich mal hier war. Macht das Sinn? Nein, das macht gar keinen Sinn. Ist ja auch egal. Nur ich weiß den Aufbau nicht mehr ganz genau. Schönen guten Tag, Kardinal. Du siehst doch aus wie ein Kardinal im Gesicht. Okay. Lamaque? Elats Segen für dich. Können wir etwas für dich tun? Nur auf der Durchreise. Merkwürdig. Stör mich nicht, wenn es nicht wirklich wichtig ist. Gut, dann gehen wir mal. Oh. Aha. Was brauchst du? Oh, Besuch! Willkommen in der Stadt Monsun. Wenn du irgendwo etwas von der Plage siehst, lass es mich wissen und ich kümmere mich darum. So, Eran? Wie kann ich dir helfen? Sei grüß, ich hoffe, es geht dir gut. Ich möchte etwas bei dir lernen. Wenn du zweihändige Streitkolben bevorzugst, kannst du den... Warte mal. Wenn du zweihändige Streitkolben bevorzugst, kannst du den langsamen, aber durchschlagskräftigen Juggernaut-Schlag erlernen. Ich kann ihn dir beibringen, sagen wir, für eine Spende von 50 Silber an unseren Tempel. Einverstanden. Leih mir dein Ohr. Na schön, als erstes nimmst du mit beiden Beinen eine feste Haltung ein und holst mit dem Startkolben aus. Sobald dein Gewicht auf den Fußrücken liegt, verlagerst du dein gesamtes Gewicht in eine durchgängige Aufwärtsbewegung. Hier, ich zeige es dir. Ah ja. Ich frage mich. Ich kenne das. Das ist eine lustige Fähigkeit. Was liegt hier? Okay, dürfen wir einfach nehmen. Der liest ein Buch, den dürfen wir nicht stören. Der will auch nicht mit uns reden. Der will auch nicht mit uns reden. Und was ist hier? Mit Altar sprechen. Zu Elat beten. Du spürst nichts vom Altar. Oh. Der will auch nicht mit uns reden. Und hier können wir nicht weiter. Gut. Was ist da vorne? Kann man da weiter? Ey. Den kennen wir. Haben wir auch schon mal einen von gekillt. Hm. Oh. Mein Headset wird leer. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Ich weiß nicht, wie lange das hält. Kann man hier raus? Kann man auch nicht. Ich würde sagen, wir machen mal folgendermaßen. Damit das jetzt nicht gleich mittendrin voll abschmiert, kümmere ich mich mal eben kurz darum, Headset zu tauschen. Pausieren. Bis gleich. So. Fertig. Muss ja immer nämlich im der SteelSeries Engine alle möglichen Reiter umstellen auf das andere Headset. Gut. Hier gibt's nichts. Dann gehen wir weg. Wir konnten aber was lernen. Ich kenne den Skill noch. Ich fand ihn lustig damals. Ich meine, ich hatte ihn nämlich schon mal benutzt. Vielleicht komme ich ja dazu, den mal einzusetzen. Okay, was ist da vorne? Da geht's doch auch weiter. Oh, Lebkrauti. Einfach mitten in der Stadt steht hier Lebkraut hier rum. So. Was haben wir denn hier? Ein Arbeiter? Jemanden, den ich nicht ansprechen kann. Okay. Rathaus. Ich wollte gerade Rathaus sagen. Nein, aber es ist Rathaus. Nichts zu erzählen. Nichts zu erzählen. Dem schwebt was in der Hand? Damian Lockwell. Fass dich kurz. Hier beschäftigter Mann, komm am besten gleich zur Sache oder verschwinde wieder. Okay, dann können wir nichts fragen. Die Stadt Monsun ist ganz anders als die Stadt Sierzo und Berg. Wache von Lockwell. Hm. Ich fürchte, ich bin beschäftigt. Vielleicht ein anderes Mal. Komm nicht weiter. Hier ist... Sehr leere Räume, aber das ist ja auch immer ein Outward so, ne? Das kennt man eigentlich gar nicht. Man hat immer so seine Trampelpfade durch seine Zimmer, nenne ich mal.
Straßen vom Monsun. Aber das so breite, ungenutzte Flächen. Kenn ich nicht. Kann man die. Mit dir kann man auch nicht sprechen. Hier liegen keine Sachen, die man rausnehmen kann. Aber da geht's. Weiter? Fragezeichen? Nein, da geht's nicht weiter. Oh. Etwas enttäuschend bisher, aber gut, Ach, hier geht's runter. Aber gut, irgendwann werden wir die Lehrer schon noch finden. Warum suche ich so dringend neue Lehrer? In der Hoffnung, alle Lehrer, die es überall gibt, zu treffen und dann zu wissen, wo ich meine Skillpunkte investiere, außer in die Runenbeherrschung. Damit sind wir ja schon durch, ne? Runenbeherrschung ist gelernt, beziehungsweise alles Mögliche, was mit Runen zu tun hat. Denn die haben ziemlich krasse, gute Zauberkombinationen. Man. Allein schon die Falle, ne? Die Falle ist unser Hauptschadenskill. Ist ein bisschen schade, dass der Blitzball. Was denn? Guck rein, ey. Wie riesig hell die sind. Was ein bisschen schade ist, ist der Blitzball so, ich sag mal, aufwendig und wenig nützlich ist. Wieso will ich denn jetzt hier unten lang? Ich kann nicht hier oben lang. Warum ist er so wenig nützlich? Er hat wenig Wucht. Dadurch stocken die Gegner nicht. Und die Falle knallt ziemlich krass. Und sorgt dann dafür, dass Gegner auch schon mal ins Schleudern geraten. Und durch dieses ins Schleudern geraten, bleiben die dann schon mal stehen. Dass man in so wenig Häuser rein kann, ist ganz schön nervig. Oh, hier geht's rum. Okay, also. Nein! Die Musik beruhigt einen immer wieder. So, also hier hoch. Sei gegrüßt, Freund. Kunst, Magie oder Philosophie zu lernen? Ja. Was haben wir hier? Feuersegen kann ich schon. Mana-Abwehr. Umgib dich mit Mana und mach dich vorübergehend immun gegen Schaden? Krass. Chakram durchdringen. Du regenerierst Mana pro Sekunde, der Effekt ist dauerhaft. Feueraffinität. Erhöht deinen Feuerwiderstand. Widerstandsfähigkeit gegen Feuer und der Feuerschaden, den du anrichtest, wird um 15% erhöht. Eissiegel. Chakram-Tanz. Warte. Was kannst du? Kannst du auch was? Hallöchen. Lernen. Maximale Ausdauer. Bis du hungrig wirst. Also das müssen wir sofort lernen. Stärkung. Blockt einen Angriff ab, stellt deine Stabilität wieder her und verleiht dir den Disziplinsegen. 200 Ablenkzeit. Und das hier ist Fokus. Gewährt den Disziplinsegen, der deinen physischen Schaden Angriffe erhöht. Der Einsatz dieser Fähigkeit verbrennt ein wenig deiner maximalen Ausdauer, bis du das nächste Mal schläfst. Nett. Was sind hier dann noch für Sachen? Vollkommener Schlag, schneller Ansturm, Gegenschlag, Meister der Bewegung. Erhöhen sich deine Schlagfestigkeit und Schadensresistenz. Ja, aber das will ich wirklich nicht. Das ist ja dann für Kämpfer. Aber das ist... Ich weiß nicht, ob das krasse Boosts sind für Kämpfer. Aber der, also hier, das ist jetzt eigentlich schon entschieden. Das muss ich lernen. Chakram benutze ich nicht, deswegen weiß ich nicht, ob es überhaupt Sinn macht, die zu nehmen. Eissiegel. Hier weiß ich noch nicht. Man kann sich ja immer nur für einen entscheiden. Ich lasse das nochmal offen. Die Mana-Regeneration ist auf jeden Fall richtig gut. Passive Mana-Regeneration. Okay, hier gibt es nichts mehr. Aber dann haben wir ja schon mal zwei Lehrer gefunden. Mein Zelt habe ich mitgenommen, ne? Ja. Dann würde ich sagen, kampieren wir doch mal eben. Und sorgen dafür, dass es nicht mehr so dunkel ist. Ist zwar dann noch mitten in der Nacht, nur wir kriegen hoch Hunger. Und es gibt noch ein paar Sachen, die man so vorbereiten muss. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen langweilig sein könnte, sowas hier zu gucken gerade.
Oh, ist aber richtig dunkel. Aber das gehört dazu. Was ist das denn hier? Eine Fliege? Jo, voll die fette Fliege ist hier drin, ey. Ich muss was essen. Ich esse Reiseproviant. Und trinke ein bisschen was aus dem Wasserschlauch. So, die sind alle noch heiler. Ich kann ihn anziehen, dich kann ich anziehen und dich kann ich anziehen. So, dann reparieren wir jetzt noch ein bisschen im Zelt. Und eine Stunde schlafen. Jetzt dürfte es aber gleich wieder hell sein. So, cool wäre auch gewesen. Also, was habe ich denn jetzt gelernt? Ich kriege nicht mehr so schnell Hunger. Mana-Regeneration und irgendwas anderes noch. Muss ich gleich nochmal... Oh, ist schon fertig. Hoppala. Irgendwas anderes, das muss ich nochmal eben nachgucken. So, dann mal eben... Ach ja, Mana-Abwehr. Die muss unbedingt rein. So, wo ist sie? Ist nicht so lange, aber... Hier. Wunderbar. Gut. Gut, 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 gut. Guck mal gleich, wo ist es hier? Ah, zeigt er nicht. 4 Sekunden wird es so circa sein. So, von ihr würde ich nichts lernen mehr. Gut, hier waren 2 Lehrer. Vielleicht finden wir noch einen dritten. Manchmal sind die ja auch, im Berg war das ja so. Es gab oben einen Lehrer, es gab unten einen Lehrer und es gab hinten den Kassitenlehrer. Etwas Glück finden wir noch einen Lehrer. Mal kurz Licht an. Mit der will nicht mit uns sprechen. Hier sitzen auch nur Leute, die wahrscheinlich ihm zuhören, was auch immer er erzählt. Ja, ich denke, es macht keinen Sinn mehr, wenn ich jetzt ständig zu jedem hier immer hinlaufe. Die meisten, die sprechen, mit einem sprechen wollen, stehen nur. Alchemist. Suchst du nach was Bestimmtem? Ich will mal gucken, was du so hast. Geist vom Monsun, Priester. Ach ja, das mit der Verzauberung muss ich mich noch... Eispulver? Mit der Verzauberung muss ich mich noch auseinandersetzen. So, Kometenweihrauch, Lebenstrank... Ach, guck mal, das steht da drunter. Ich sehe jetzt erst, ob die bereits dieses bereits bekannt. Das ist ja praktisch. Gut, dich brauche ich, dich brauche ich, dich brauche ich. Brauche ich dich nicht, dich brauche ich, dich brauche ich, dich brauche ich. Dich brauche ich. Besessenheitstrank. Ist das der hier? Ne, das ist Weihtrank und Reinheitstrank. Okay, den Rest scheine ich schon zu kennen. Hat er denn da? Ach, guck mal hier. Der hat hier Weihtränke. Die kaufen wir alle. Sehr schön. Mächtiges Bräu für Rühmt Schlaggässigkeit. Das brauche ich nicht. So, was kann ich dir verkaufen? Das hier. Ja. Sag einfach mal Raubtierknochen. Davon habe ich noch eine Menge. Verkauf dir einfach erstmal. Ne, das sind alles Herstellungsgegenstände, ne? Aber die sind schwer, die Teile. Sind richtig schwer. Genauso wie das Schuppenleder kannst du haben. So, was haben wir hier noch? Glühwürmchenpulver ist nicht so schwer. Die Fallen werde ich dir noch benutzen. Stolperdrahtfallen. Manchmal benutze ich die, verkaufe ich nicht. Den benutze ich gar nicht, den Feuerstein. Das brauche ich nicht. Fleisch kann verkauft werden. Es wird nur verschimmeln, wenn ich das mit mir rumtrage. So, ich zahle immer noch Geld, das finde ich nicht gut. Ich will nicht bezahlen. Ich will absolut nicht bezahlen. Ja, okay, gut, dann muss ich halt was bezahlen. Nehmen wir hiervon ein paar. 5 Stück. Alter, immer noch. Hiervon noch 5. Jetzt erhalte ich Geld. Sehr schön, das finde ich viel besser, wenn ich Geld erhalte. So, dann lernen wir mal alle Sachen hier. Tipptopp. Gibt's hier noch mehr Händler? Der wird da oben sein, der Schmied. Den hatten wir letzte Folge gesehen. Was kann ich für dich tun?
Hast du schöne Sachen im Inventar? Quarztrank. Widerstand gegen Verderbnis. Das ist mir egal. Ich will nur das, was runtersetzt. Der hat aber nichts, was ich haben will. Die hier hat auch nichts. Oh. Oh. Wo ist das? Ist das hier? Nee. Hier ist es doch angezeigt. Oder ist das... Warte mal. Oder meint er das im Sinne von... Ah, hier oben. Händlerpromenade. So. Jetzt können wir nochmal schauen. Ich glaube zwar nicht, dass er was hatte, was ich wollte. Ich könnte eigentlich die ganzen Sachen hier mal eben kaufen. So, eine ganze Menge mit Schuppenleder und goldlich. Was hat er hier noch? Ach ja, diese Silberrüstung. Bezahl 300. Nein, 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 nein. Du kriegst... Wobei doch, ich kann die eigentlich bezahlen. Einfach erstmal. Denn Silber ist schwer. Gut. Das ist, glaube ich, im Überlebensmenü. Ah ja, hier, guck mal. Goldlichtclaimer. Fügt zum Scheitern verurteilt zu. Aha. Schaden. Schaden. Schild. Schildschlag zum Scheitern verurteilt. Aha. Was auch immer zum Scheitern verurteilt ist, aber die Goldlichtwaffen fügen das mit hinzu. Was haben wir noch hier? Obsidianstreifen. Verbrennung hinzu. Obsidian macht Verbrennung. Aha. Und das hier? Vergiften. Oh, der ist schnell. Ah, Schuppenleder. Da, das wollte ich mir angucken. Da braucht man die Schuppenledergedönse für. Und den Schuppenlederranzen. Den Schuppenranzen. Aha. Nichts, was ich jetzt zwingend brauche. Hat sie hier zufällig... Wie kann ich dir helfen? ...was Gutes zu essen? Ne. Hat sie nicht. Aber ich könnte mal... ...diese Stiefel hier kaufen. Die haben nämlich Mana-Kostenreduktion. Und das kann ich im Kampf, denke ich, gebrauchen. Gut, kaufen wir die. Jetzt haben wir nämlich auch ein komplettes Magier-Set. Zwar kein weltbewegendes, aber schon mal ein komplettes Magier-Set. Und man könnte dann bald überlegen, hier erkunden zu gehen, ne? Was ein bisschen mies nervig ist, ist, dass man immer nach Sierzo zurück muss. Für sein Haus. Um Sachen abzuladen. Es fühlt sich nämlich absolut schlecht an, unverarbeitete Sachen zu verkaufen. Aber ich denke, das werde ich tun müssen. Ich kann ja nicht immer von Berg zurück nach Sierzo laufen. So, wollen wir mit Uliel sprechen? Ne, warte mal, da vorne waren wir, glaube ich, noch nicht. Lass doch hier mal gucken, was hier so ist. Nichts. Du siehst wichtig aus. Muffat. Pass auf dich auf, da draußen im Sumpf. Dort ist es niemals sicher. Auch wenn du nur, wenn du auch nur einen Moment lang unachtsam bist, endest du als Echsenfutter oder im giftigen Gewässer. Möchte etwas lernen? Zeige ich mir, wie man... Warte mal, für 50 Silber kann ich dir zeigen, wie man einen Zuspruchssegen beschwört. Er schützt dich vor Licht und Blitzen deiner Gegend und erhöht deine eigene diesbezügliche Macht. Interesse? Klar! Hör mich an. Verhältnis von Licht und Blitz zueinander, bla bla bla. Zack, Zuspruch gelernt. Nett, da kriegt man wahrscheinlich was für einen Segen für? Oh, wir sind hier nur in Monsun unterwegs. Wird sehr eintönig. Oder? Blitzschaden und Blitzwiderstand. Was macht denn Blitzschaden? Unsere Blitzkugel, die wir schießen können, macht Blitzschaden. Das könnte man dann probieren, ob das dann viel Schaden macht. So. Was gibt's hier denn alles? Hier ist Uliel. Da sind wir zu den Heiligen... Haus des Spielers? Was? Haus des Spielers? Wo? Hier ist Mofat.
Da ist der eine Turm, da ist das Haus, da ist der zweite Turm und das hier müsste dann das Haus sein. Kann man das kaufen oder wie? Hallo? Alle nichts zu erzählen, naja. Ich schätze mal, man müsste mit Uliel reden. Oder was ist das hier? Da haben wir sorianische Dingens. Hier sind... Ach, guck mal! Lehrer. Gasthaus. Ja, aber dann sind wir durch. Dann haben wir ganz Monsun jetzt so gesehen schon gesehen. Hier ist das Rathaus, da brauche ich nicht rein. Sprechen wir mit Uliel? Ich war noch nicht bei Isan. Ich guck mal kurz, was Uliel zu sagen hat. Die ist ja hier vorne. Wenn ich mich nicht vertue gerade. Doch, da. Leuchteschwert. Ganz auffällig. Schön, dich zu sehen. Ah, Kergo. Da bist du ja. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Und dir? Ich folge nun der heiligen Mission. Mhm. Ach ja, die erzählen ja nicht zu Ende. Angeschlossen und mit Elad höchstpersönlich gesprochen. Ich bin jetzt ein Missionar in seinem Diensten. Er ist viel weniger förmlich, als ich geglaubt hatte. Er hat nicht vergessen, was es heißt, ein Mensch zu sein. Hast du über meine Worte nachgedacht? Ich habe darüber nachgedacht. Nicht so richtig. Die Heilige Mission interessiert mich nicht sonderlich. Was kannst du mir über die Heilige Mission sagen? Die Heilige Mission ist mehr, als nur unter einem manifestierten Gott zu dienen. Ja, das kennen wir ja schon. Übe dich in Selbstdisziplin und Beherrschung. Das hatten wir schon. Ich will eigentlich nicht der Heiligen Mission angehören. Herzlichen Dank. Danke fürs Kommen. Es ist schön, bekanntes Gesicht zu sehen. Was? Wenn du dich uns anschließen möchtest, sprich mit Kardinal Burlamak. Er wird Elad bitten, um deine Eignung zu urteilen, findest du im Ach so. Ah, okay, dann ist das hiermit beendet. Verstehe. Ah, ja. Okay, jetzt verstehe ich's. Im Endeffekt... Ja, okay. Wie viel Platz habe ich? Gehen wir doch mal raus. Komm, gehen wir mal raus. Zu den Heiligen Sümpfen. Und suchen uns mal eben was, wo wir ein bisschen uns erkunden können. Also wir können uns der Heiligen Mission anschließen. Wir können mit Risa reden. Und wir können mit Isan. Macht es dann Sinn, dass wir überhaupt alles Mögliche erkunden? Ist hier irgendwas in der Nähe? Ein Wachturm und eine alte Windmühle. Ich würde mal sagen, die alte Windmühle müsste hier rechts sein. Gucken wir uns doch einfach mal die alte Windmühle an. Nicht den Kopf zu stark zerbrechen. Ah, schwierig. Schwierig. Ich würde sagen, ich will einmal zu Isan erst gehen, um zu gucken, wie es da aussieht, weil die Sümpfe, die kenne ich. Berg kenne ich ja ein bisschen, Cerso auch. Aber ich kenne absolut gar nicht die Abrasa-Wüste. So, habe ich alles an? Fast. Ich könnte mal die Verderbnis gerade ein bisschen verringern. Jetzt bin ich nur befleckt, immer noch. Jetzt bin ich wieder rein, sehr schön. So, was brauche ich denn? Ich brauche mein Schwert. Meine Verteidigung. Und meine Lichtkugel. Dann wollte ich mal schauen, wie gut das mit dem Zuspruch ist, wenn ich den jetzt verwende und dann die Blitzkugel abfeuere. Schauen wir mal. Kann ich jetzt nicht tun, hä? Ach, ich habe eine Falle gelegt, gehabt. Kostet eine Menge Mana, aber bei diesen langsamen Stegosaurussen ist das in Ordnung. Nur jetzt muss das Mana natürlich... Oh, das geht so langsam hoch. Junge. Gut, gehen wir mal zur alten Windmühle hier. So, jetzt brauchen wir aber auch noch ein Thumbnail. Ich würde einfach mal sagen, ich mache ein paar Minuten länger als eine halbe Stunde. Ich hätte das ja erste Mal jetzt auf eine halbe Stunde verkürzt gehabt, Outward. Machen wir heute mal 40 Minuten. Nicht schleichen. Das ist aber nicht nur eine Windmühle, da ist irgendwas Großes auch noch neben.
Ah, scheiße. Ui. Pass in den Rücken hier. Nee, jetzt. Wow. Zu wenig Mana, ich weiß. Wir haben nicht zu viel Mana. Wie viel Mana habe ich eigentlich? 140. Wenn ich habe noch 100 Leben und 75. Aber wenn ich noch mehr, vielleicht auch mal auf die Kampfausrüstung wechseln, ha? Wenn ich noch mehr Mana lerne, dann bin ich irgendwann so leicht umzuholzen. Ah, da darf ich mich ja von gar nichts mehr treffen lassen. So, ich glaube, da vorne ist noch so ein Stegosaurus. Zwei sind davon. Okay, machen wir die wieder mit. Ja, komm. Wir machen die wieder mit. Oh, der ist jetzt schneller geworden. Hui! Aha! Aua! Krankheit. Oh, Infektion eingefangen. Shit. Sind das für eine? Pro Minute 3% der Nahrungsaufnahme. Ach so. Ich dachte, es gäbe unterschiedliche. Oh. Das ist ein Wundertee. Das muss Penicillintee gewesen sein. Der hat die Infektion gleich behoben. Okay, ist so eine Art Gewächshaus. Marshmelone. Arschmelone. Wo ist die Musik hin? Es fühlt sich so leer an, wenn die Musik weg ist. Mach die Musik wieder an! Hallo? Hallo? Was ist mit der Mucke? Hallo? Oh nee, jetzt kommt die Fliege. Ich will hier keinen Mensch haben, verzieh dich. So. Alter! Diese nervigen Drecksfliegen, ne? Was ist los mit dir? Genau, bleib da hinten auf der Wand sitzen und warte, bis ich gleich vorbeikomme, um dir eine zu klatschen. So. Hier kann man rein. Verlassener Schuppen. Müssen wir uns erstmal für rüsten. So. Der Segen ist ausgelaufen, den müssen wir den nochmal anschmeißen. Aber Dunst, den könnte ich auch mal anmachen. Den könnte ich mal anmachen. Den könnte ich mal anmachen. Ah, warte, wir sind noch lange nicht fertig. Den könnte ich mal anmachen. Und den könnte ich mal anmachen. Alter, was eine Buffleiste. Sümpfe, diverse Verliese. Aha. Spieler werden positioniert. In Wendigo. Alles klar. Dann machen wir jetzt. Ja! Oh, diese Fliege, ey. Der war leicht. Ups, falsch. Ups, falsch. Ich wollte gerade E für Benutzen von Skyrim machen. Und habe ich noch R hinterher gedrückt für Autorun. Wenn man zu viele unterschiedliche Keybinds in unterschiedlichen Spielen hat. Okay, das... Die Tränke. Wunderbar. Das hat sich richtig gelohnt, hier reinzugehen. Also hier im verlassenen Schuppen hat sich ein Wendigo niedergelassen. Hatte sich niedergelassen. Der ist jetzt nicht mehr da. Gibt's hier noch was Spannenderes? Da gibt's noch einen Schundhaufen. Okay, ich würde sagen, das mit dem Erkunden der Sümpfe kann man immer mal noch machen. Das nächste Ziel sollte einfach mal die Abrasa-Wüste sein. Haben wir noch genug Essen und alles mit? Ich könnte was kochen, wenn ich einen Kochtopf hätte. Shit.
Also genug Reiseproviant haben wir. Ich guck mal gerade in den Sümpfen, ob es hier zur Abrasserwüste geht. Dann würde ich sagen, können wir direkt weiterreisen zur Abrasserwüste. Und dann mal bald entscheiden, wen wir denn unterstützen. Isan, Risa oder Uliel? Dorf der Riesen? MK-Wald? Spitzpunkt des Lichts? Ganz viel hier, riesiger Baum. Okay, ich bin hier. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal zur Stadt der Riesen. Fürs Laufen sind aber, hoppala, andere Klamotten vorgesehen. Nämlich die hier. Dann mal los! Oh! Oh, das ist ein Dino. Beutelübergewicht? Nein. Gar nicht. Na! Na! Ich blute. Shit. Schnellen Verband. Ich laufe auf dem Boden aus. Perfekt. So, Dino aus dem Weg geräumt. Jetzt können wir wieder die Reiseklamotten anziehen. Man merkt schon, finde ich, den Mana-Rack. Und man merkt es auch ungemein, wenn man anstatt der Meisterhändler-Klamotten die Magier-Klamotten trägt zum Zaubern. Muss ich hier links hoch oder muss ich... Man kann immer von oben... Nee, warte. Nee, ich muss nicht hoch. Da geht's einfach nur oben auf diese Dinger da drauf. Dieses Risikokonstrukt. Schauen wir uns irgendwann nochmal an. Jetzt gerade ist Ziel Stadt der Riesen, weil vielleicht gibt es ja auch noch einen Lehrer. Sieht ja zumindest nach einer freundlichen Gegend aus da. Und dann anschließend müssen wir noch zur Abrasserwüste. Irgendwann in naher Zukunft. Der Dinosaurier kann da rumlaufen, der interessiert uns nicht. Interessieren wir ihn auch nicht, oder? Ich glaube, er will uns auf den Sack hauen. That's not good. Bist du ein freundlicher oder ein feindlicher Riese? Wir haben schon mal einen Riesen gehabt. Der war nicht freundlich. Oh, falsche Taste. Falsche Taste nicht, sondern ich muss ja erst noch... Hier. 2. Und 3, 1. So, jetzt schmeißen wir noch alle Segen an. So, wenn der feindlich ist, dann gibt's auch für Mütze. Ist feindlich. Wow! Ah, der Zaun! Ah, alles klar. Alter, was ist eine Axt? Die ist so groß wie ich? What the fuck? So. Ascheriese. Großer Ausdauertrank. Ja, okay, muss es ja auch geben, ne? Wenn es einen großen Mana-Trank gibt, gibt es auch einen großen Ausdauertrank. Tut, 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 tut. Vorratskisten. Mhm. Alle Flammenpfeile will ich haben. Nur die normalen Pfeile kannst du behalten. Die braucht kein Mensch. So, wenn wir jetzt da zu dem Teil rüberlaufen, gibt es wieder Glühwürmchenpulver, ne? Ach, das sind Dinos. Hupala. Na los, kommt. Kommt schon. Beide rein. Die Falle, ey.
Die ist einfach nur zu krass. OP! Gut. Das müsste doch die Stadt der Riesen sein, ne? Ich hoffe, wir dürfen hier rein. Muss es jetzt regnen und die Musik aus sein? Die Musik ist so schön hier. Macht sie wieder an. Oh, Marshmallow. Ist doch die Stadt der Riesen, ne? Ich hoffe, dass das die Stadt der Riesen ist. Und ich hoffe, ich darf da rein. Oh, Schwert. Ja, dann kann ich auch mal ein paar Sachen verkaufen. Bitte lass mich hier rein. Bitte. Bitte seid freundlich. Dorf der Riesen. Ah, Dorf der Riesen? Hat die Stadt der Riesen dran? Essen verfault mit der Zeit. Iss oder koche dein Essen, bevor es vergeudet wird. Hier willst du auf jeden Fall nicht, Ich fühle mich hier ein bisschen... Ja, genau. Ich kann nicht mit ihm sprechen. Dunkle Stiefel des Adels. Achso. Rucksackübergewicht. Mit dem kann ich auch nicht sprechen. Goldbauch. Hallo, mein Freund. Willkommen in unserem Außenposten. Was kann ich für dich tun, damit wir beide glücklich sind? Kaufen. Golem-Elixier, Krieger-Elixier und Steinfleisch-Elixier. Aha. Hast du auch? Wir müssen auf jeden Fall noch mit dem reden. Aber jetzt werden erstmal Sachen verkauft. Also die Stiefel brauche ich nicht. Den Speer brauche ich nicht. Die Giftpfeile können weg. Was haben wir denn hier noch? Guck mal, das Riesen... Mineralisiertes Herz eines Ascheriesen. Wiegt nicht viel, das brauchen wir nicht verkaufen. Aber die Raubtierknochen, die kommen jetzt weg. Die wiegen zu viel. Dann haben wir auch wieder Platz in der Tasche, ne? Ja, wunderbar. So, hallo, mein reden. Freund, das macht mich wütend. Die strengen Handelsvorschriften von Hochlord Zür machen mir das Leben schwer. Ich will mit allen Völkern und Städten handeln, aber ich darf nur mit denen Geschäfte machen, die hierher kommen. Und das sind nicht viele. Aha, es gibt also hier einen Boss. Ja klar, muss ja, ne? Kann man auch mit dir reden? Ironsides. Hallo, mein Freund. Was kann ich tun, damit wir beide... Oh. Was ist das denn? Mana-Kosten plus 50, Ausdauer-Kosten plus 9, Geschwindigkeit minus 9. Sieht jetzt nicht so gut aus. Aber er hat noch ein paar Rezepte, die wir nicht haben. Bezahlen wir einfach. Wunderbar. Wo ist denn euer Boss? Warte mal. Dann sind wir auch schneller unterwegs. Kämpfen müssen wir ja, wie es aussieht, hier nicht. Es gibt halt keine Karte, ne? Bist du der Boss? Nein, du? Nein. Ja, der wird wahrscheinlich eine prächtigere Rüstung haben. Oder halt prächtigere Klamotten und so weiter und so fort. Was ist hier? Hier geht's auch nicht weiter. Aber ein Schundhaufen. Der Rest kann dranbleiben. Ja, wäre mal schön, jetzt den Boss zu finden. Bist du der Boss? Du? Hat ja eine komische Maske auf. Oh, gut, dass ich hier hinten hingegangen bin. Nett. Nett. Nehmen wir doch mal mit.
Also es ist bemerkenswert, wie doch Riesen auch ein sehr zivilisiertes Dorf hier aufgebaut haben. Und auch mit einem Riesen nicht reden. Ich hätte jetzt gedacht, es gäbe nur Ascheriesen und die sind halt Einzelgänger, ne? Wobei es macht natürlich Sinn, dass sie auch einen Stamm haben. Vielleicht müssen wir hier die Treppe. Ich denke, wir werden die Treppe hier hoch müssen. Bist du der Boss? Oder ist der der Boss? Probieren wir es mal hier. Hoch, Lotzür! Das ist der Boss. Ein Mensch in meinem Dorf? Willst du von Asche ge Warte mal, willst du von Aschegeborenem im Sumpf? Nee, was willst du von Aschegeborenem? Ich bin gekommen, um über euer Volk zu lernen. Was willst du? Noch ein Neugieriger? Okay. Ich bin Hochlord Zür, Anführer von Dorf und Meister im Weben von heiliger Aschesalbe. Entschuldigung. Ich webe Tücher im Namen von Weber der Morgenröte. Und ich zeige die Kunst anderen Hochgeborenen. Hör zu, Unsere Mensch. Mönche machen Porzellan im Namen von Vater der Abenddämmerung und erfüllen es mit ma seiner Magie. Dein Volk mag Porzellan und Seide, und viele von ihnen kommen her und bieten viel Silber und Gold dafür. Fort Mehr mit dir. gibt es nicht zu sagen. Jetzt geh, Mensch. Kann ich mit dir reden? Kann ich mit dir? Nein. Was haben wir denn hier alles? Alter, die machen ja wirklich hier. Gibt's hier keinen Lehrer? Das sieht noch ein bisschen krass aus. Vielleicht kann man bei dem hier was fragen. Nein. Kann man nicht. Ich hatte mir mehr versprochen vom Dorf der Riesen. Ja, wirklich mehr. Schade. Wirklich schade. Oh, Schundhaufen. Wirklich schade. Würde ich sagen, verkaufen wir noch. Ja, verkaufen wir noch ein paar Sachen und gucken dann nächste Folge, dass wir weiterreisen in die, Abrassa-Wüste. Dafür müssen wir nochmal durch den Endmakar-Wald. Gut, Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich auch bis zur nächsten Folge. Schönes Wochenende. Tschüss.